Ja. Wir widmen uns jetzt der Einsteigerklasse, einer ganz besonderen Klasse, Einsteigerklasse für den Tourenwagensport. Und zwar ist es die Mid-Jet-Klasse. Ich habe vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt. Ja, die Mid-Jet German Series, so heißt sie ja genau. Ja, das sind Tourenwagen mit einem Gitterrohrrahmen. Die haben, sage ich mal, nur eine GFK-Außenhülle. So ähnlich wie die DTM, deswegen sagt man auch Mini-DTM dazu. In dem Fall haben wir Lena Heun und Nick Wüstenhagen, die hier bei der ACV Kart Nationals unterwegs sind, im Fahrzeug. Die starten nämlich im DSK Mid-Jet Junior Team seit diesem Jahr und hatten auch schon Anfang des Jahres in Oschersleben im Rahmen der NES 500, das ist so eine Endurance Series, also ein Langstreckenrennen, 4-Stunden-Rennen, hatten sie auch schon ihren Einsatz und sind dort gefahren. Und jetzt haben wir sie hier auf der Strecke, ja, man kann sich vorstellen, dass man hier 225 PS auf 720 Kilogramm hat. Unter der Hülle steckt ein 2-Liter Renault-Motor und man hat ein 6-Gang-sequenzielles Getriebe. Also eigentlich alles Anleihen aus dem professionellen Automobil-Rundstreckensport, aber die Kosten sind halt wesentlich geringer. So ein Fahrzeug kostet in dem Dreh so ja, 45.000 Euro. Und wenn man dann ein Rennen fahren möchte, je nachdem welches Rennen, wie lang, was für ein Rennen, kostet es klar Teilnehmergebühr. Aber viel günstiger kann man ja, Tourenwagensport gar nicht betreiben. Und wir von der ACV Kart Nationals, wir möchten natürlich auch, dass die Fahrer, die bei uns teilnehmen, auch ein Sprungbrett haben, da weiterkommen und vielleicht auch mal Tourenwagen fahren. Viele haben ja das Ziel Tourenwagen oder Formelsport und das möchten wir einfach damit ein bisschen zeigen. Also das sind alles Fahrzeuge, die gegen, ja, oder für geringes Geld auch gerne bewegt werden können auf bekannten Rennstrecken in Deutschland und auch darüber hinaus. Also meine Damen und Herren, damit verabschieden wir uns in die Mittagspause, das heißt Essen fassen, Kraft tanken, wobei ich gerade höre, wir haben doch noch etwas für euch und zwar ein Interview, vor allem für die im Livestream, für alle auf der Strecke, die können was essen gehen, klar, aber für die im Livestream haben wir doch noch ein Interview. Sebastian Wauer hat sich jemanden gekrallt und würde ich sagen, dann gebe ich mal ab in das Interviewzelt an Sebastian Wauer. Der nächste Interviewpartner steht neben mir, Jean-Louis Kapliuk, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Herzlich willkommen erstmal hier in Wittgenborn. Es ist die erste Veranstaltung, die du beim ACV Kart Nationals dabei bist. Wie hast du die Serie erstmal empfunden, so als Neuling hier bei dieser Veranstaltung? Ja, hallo Sebastian. Ja, danke erstmal. Du hast den Namen richtig ausgesprochen. Die Serie kenne ich im Übrigen, weil ich auch ein Kart-Team habe. Ich habe nicht nur dieses Autoteam, worauf wir gleich zu sprechen kommen, sondern das war ja der frühere Rhein-Main-Kart-Cup. Die Serie ist die beste Einsteigerserie aus meiner Sicht, weil vom Clubsport gibt es in Deutschland nichts Vergleichbares, was ich zumindest beurteilen kann. Von daher, du hast hier alle Klassen, die relevant sind, alle Klassen, die wichtig sind. Es ist Kartsport für kleines Geld, wo man noch einfach Samstag anreisen kann und Sonntag Rennen fahren kann und nicht wie woanders, wo man Donnerstag anreisen muss, Samstag schon Qualifyings hat und so weiter. Also für mich die beste Clubsport-Einsteiger-Kartserie in Deutschland. Du hast es angesprochen, du hast ein Autorennteam. Mid-Jet Series ist da das Stichwort, was uns da einfallen wird. Es sind viele Fahrer, die früher hier gefahren sind und zwei Fahrer, die übrigens auch noch mit hier fahren, auch an diesem Wochenende. Vielleicht erzählst du so ein bisschen auch über das Auto und über die Serie generell. Gerne. Also die Mid-Jet Serie ist relativ neu in Deutschland. Dieses Jahr ist eine Art Promotion-Jahr. Es findet bereits eine deutsche Serie statt, allerdings mehr so mit verschiedenen Läufen, wo wir im Rahmen von anderen Serien fahren. Nächstes Jahr, 2018, soll das Ganze wirklich groß und offiziell gemacht werden mit 10 Autos, 12 Autos, wie auch immer. Dieses Jahr sind wir jetzt bei 3 Autos, die fahren. Das ist zum einen unser Team, das JLC Racing Team und das DSK Team. Und ja, was gibt es zu dem Auto zu sagen? Das ist ein Rennauto pur, so wie man es von früher kennt, wo man wirklich noch arbeiten muss an dem Auto und nicht mit elektronischen Fahrhilfen. Da klingelt das Handy. Also ohne elektronischen Fahrhilfen. Sprich, du hast kein ABS, du
Du hast kein ESP, keine Traktionskontrolle, du hast keine servounterstützte Bremse, keine Servolenkung, also ist Autofahren pur, du hast eine sehr direkte Lenkung wie im Formelwagen. Du sitzt quasi im Freien, weil du nur eine Frontscheibe hast. Ja, interessant ist das Leistungsgewicht. Du hast mit den 225 PS und 700 Kilo ein Leistungsgewicht von ca. 3,2 Kilogramm pro PS, was sehr gut. Vergleichbar mit einem Porsche Cayman GT4, was wirklich für einen Rennsport gebaut wurde. Und durch die... Ich muss mal kurz leise machen. Durch die... durch das Konzept, dass du den Motor hinter der Vorderachse hast und der Fahrer direkt vor der Hinterachse sitzt, im Prinzip 1:1 mit der DTM, hast du eine Gewichtsverlagerung von 50:50. Das hast du eigentlich nur im absoluten Idealfall. DTM-Autos, Le Mans-Autos, Formel-1-Autos. Und meistens hast du ja meistens vorne ein bisschen mehr und hinten weniger, aber du hast wirklich gleichmäßig. Und jetzt hast du es angesprochen, es ist ja ein Umstieg. Vom Kart wird es dann hochgezogen. Wie haben sich die Fahrer bisher verhalten, die aus dem Kartsport direkt in dieses Auto sich reingesetzt haben? Lief es gut? Haben sie Schwierigkeiten gehabt oder war das sehr erfolgreich für alle Fahrer? Also die kommen sehr gut klar, weil das Konzept ja ähnlich wie ein großes Kart ist. Du hast eine 100% gesperrte Hinterachse, im Prinzip eine Starrachse vom Kart. Das Auto reagiert sehr aggressiv, das heißt, du bist es vom Kart gewöhnt, du lenkst und das Ding geht sofort um die Ecke. Das macht der auch. Und durch diese 100% gesperrte Hinterachse kommen die Kartfahrer relativ gut rein. Aber das Auto ist trotzdem schwer zu fahren, weil du hast ja keinerlei Fahrhilfen. Also die Spreu vom Weizen trennt sich dann doch letzten Endes. Und ja, da sieht man dann, wer es kann und wer es nicht. Jetzt habt ihr zwei Rennen in diesem Jahr schon gefahren, einmal in Spa-Francorchamps und einmal in Oschersleben in der Magdeburger Börde. Wie geht es weiter für euch und wo werden die nächsten Rennen stattfinden? Also das nächste Rennen ist nächste Woche in Manicourt. Da fahren wir wieder im Rahmen zur französischen Serie, wo Sebastian Loeb zum Beispiel ein großes Team hat, Ivan Müller. Beide bekannt, glaube ich, da muss ich nicht viel zu sagen, außer neunfacher Weltmeister im Rallye-Sport und glaube sechsfacher Turnwagen-Weltmeister. Dann der nächste Lauf ist in Hockenheim im Juli. Das ist dann im Rahmen zur BMW-Challenge und das Finale ist dann in Monza im Rahmen zur italienischen Challenge. Und da haben wir eine große Promotion-Tour dann hinter uns. Parallel dazu starte ich für die Midget-Serie eine kleine Promotion-Tour in Deutschland. Ich werde also bei der ACV Kart Nationals überall dabei sein. Ich werde bei der Rotax Max Challenge dabei sein und bei der German Team Championship GTC von Frank Zielinski. Und wenn ihr noch fahren werdet, Thema mal den Leistungen. Wir haben es vorhin unter uns schon mal besprochen, ihr seid ja nicht auf Rennslicks unterwegs. Ihr habt noch Semislicks drauf, die man sogar auf der Straße fahren kann. Ist das ein großer Verlust auf der Strecke? Also ein Verlust ist es nur, wenn man mit anderen Autos fährt, die mit Slicks fahren. Aber intern in der Midget-Serie, wo nur Midget-Autos fahren, fahren ja alle mit diesen Semislicks. Da spielt es keine Rolle, weil alle die gleichen Voraussetzungen haben. Der Vorteil von dem Semislick ist, sage ich mal, dass der einen größeren Grenzbereich hat, nicht so klein, und somit kann ein Einsteiger gut damit klarkommen. Trotz alledem, das Limit, das obere, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Aber es ist gutmütig. Und jetzt hast du es vorhin auch schon gesagt, ihr habt nicht wirklich viele Reifen für ein Jahr. Wie viele habt ihr? Ja, das ist das Gute an der ganzen Geschichte, deswegen ist es preisgünstig. Man darf die ganze Serie, also alle 5 Rennen, mit maximal 2 Satz Trockenreifen, also Semislicks fahren, also 8 Reifen. Das ist ziemlich wenig. Für einen Umsteiger, der sich jetzt sagt, oh, das hört sich super interessant an, in welchem Rahmen bewegt man sich da, was müsste man mitbringen, was ist vorhanden, was müsste man finanziell erstmal mitbringen, auch für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt im Moment im Kartsport unterwegs, jetzt vielleicht mal den Umstieg Richtung Tourenwagen. Also man kann es so rechnen, so je nachdem, was für einen Aufwand man betreibt, ob man Sponsoren hat oder nicht, zwischen, sage ich mal, 25.000 und 40.000 Euro. Dann hast du aber alles dabei, versichert, das Auto ist versichert, du hast etliche Testfahrten dabei. Ja, also ab 20 geht's los, aber da musst du auch mal testen. Du kannst also ohne Testfahrten ja nicht fahren, also 25 muss man einplanen. Und ich glaube, du wirst dich jetzt gleich nochmal Richtung Auto bewegen und wirst dann nochmal hier ein paar Runden auf dem Vogelsbergring fahren. Du hast gestern schon ein paar Testrunden gedreht. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Du kannst mir gerne das Mikrofon, nachdem du dich verabschiedet hast, wiedergeben. Und dann viel Spaß. Vielen Dank, Sebastian. Bis später.